Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute schauen wir uns den Park von Gonzo an und der heißt Jurassic Lake. Wir sind hier auch gerade gelandet und wir befinden uns mitten auf dem Wasser. Also wir sind hier komplett mit Wasser umgeben. Sieht schon sehr interessant alles aus, aber zeige ich euch gleich von oben. Es sind halt viele kleine Inseln, die mit Einschienenbahn verbunden sind. Eine sehr coole Idee, wie ich finde. Wir werden dann auch gleich mal da hochfliegen und mit der Einschienenbahn ein bisschen fahren. Aber erstmal gehen wir jetzt zum ersten Highlight hier, nämlich dem Aviarium. Sogar ein relativ kleines. So, da gehen wir jetzt mal hinein in die Ansicht und schauen mal, was uns da erwartet. Und da haben wir ein Tapejara, dürfte das sein. Ist auch mal süß, nur so eine Kuppel zu sehen. Meistens ist das Ganze ja größer gestaltet. Finde ich aber irgendwie cool. Die Tapejaras fliegen da auch glücklich umher. Haben auch so ein paar Felsen, ein paar Bäume und auch ein Fischfieder. Gehen jetzt aber wieder raus und gehen mal Richtung Einschienenbahn. Kann ich da jetzt auch einfach so einsteigen? Habe ich noch gar nicht getestet in diesem Modus. Bin ich direkt in so eine Achterbahnfahrt gefühlt. Ist ja mega cool. Aber ich weiß leider gerade nicht, ob ich an der richtigen Stelle jetzt rausgekommen bin. Wir machen das Ganze jetzt aber mal in dieser Ansicht, dann ist es ein bisschen übersichtlicher. Dort sind wir gerade angekommen. Ist halt nur so eine ganz kleine Insel. Und es geht halt mit der Einschienenbahn rechts und links zu weiteren Inseln. Und da fliegen wir jetzt auch mal entlang, würde ich sagen. Aber ich glaube, ich wurde gerade an einer komplett anderen Stelle rausgelassen mit der Einschienenbahn. Aber es sieht schon cool aus mit der Strecke. Von wie die dann auch hier so runter geht. Und man dann mega knapp über dem Wasser fährt. Aber hier kommen wir dann zur nächsten Station. Und das ist auch wieder eine riesige Insel. Ich zoome mal direkt raus. Auch wieder eine interessante Form. Also allzu viel erwartet uns nicht auf den Inseln, weil die relativ klein sind. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Was ich mir so ein bisschen gewünscht hätte, wäre noch, dass hier dieser Übergang von Land zu Wasser noch ein bisschen mehr übergeglättet werden würde. Und vielleicht der ein oder andere Felsen oder sowas. Weil das sieht teilweise sehr unnatürlich halt aus. Weil es einfach so eine gerade Kante ist. Aber ich finde die Idee von dem Park mega cool. Vor allem ist es auch cool auf dieser Kanada-Karte. Ich wusste gar nicht, dass es hier auch so gut funktioniert mit Inseln. Aber hier gibt es halt auch voll viel Wasser. Nehmen wir das nächste Gehege mit. Oh, das sind Polacanthus oder Nodus. Oder beides? Das sind doch verschiedene, glaube ich, oder? Der Polacanthus und Nodus. Ist auch ein paar coole Felsen eingebaut. Sieht auch interessant aus. Und da hinten ist sogar noch eine Beobachtungsgalerie. Da fliege ich jetzt mal hin. Gut, der Weg hätte auch noch ein bisschen schöner übergeglättet werden können. Ich glaube, das ist nicht so angenehm, um darauf zu laufen. Aber wir gehen jetzt mal hier hinein. Und dann haben wir diese Aussicht hier auf das Gehege. Das ist doch nochmal richtig schön. Fliegt jetzt aber nochmal so rüber, um zu gucken, was das ist. Nodosaurus. Nochmal Nodosaurus. Und Polacanthus. Oh, ich habe sie richtig erkannt. Da bin ich jetzt aber stolz auf mich. Und hier haben wir auch noch ein paar Hotelanlagen. Das sieht auch cool aus. Da hat man natürlich dann auch einen mega schönen Ausblick aus dem Pool, wenn man dann hier drin ist. Das sieht schon cool aus. In der Mitte hast du auch nochmal so ein bisschen Deko eingebaut. Aber ich würde sagen, wir fahren direkt weiter. Hier wieder zur Strecke zurück und zur nächsten Insel. Da hinten sieht man schon, die eine Insel ist mega hoch. Aber jetzt geht's erstmal wieder in die Achterbahn. Auf und ab. Also wenn man das fährt, finde ich das ja ganz interessant, wenn das so auf und ab geht. Aber es sieht halt optisch immer nicht so schön aus, wenn man so von außen guckt. Wenn das halt so, ja, überhaupt nicht geglättet und gerade ist, den Strecken. Was haben wir denn hier für eine Insel? Auch wieder eine interessante Form. Da hinten ist das Festland. Aber ich glaube, da ist nichts drauf.
Ah, da ist auch nochmal ein Besucherladen eingebaut. Mit ein paar Tischen und Stühlen. Und eine Möglichkeit zu essen. Und dann haben wir hier die nächsten Dinosaurier. Und zwar Suchos. 4 Stück. Alle mit sehr coolen Skins. Sieht schon cool aus, wie die da langlaufen. Ich zoome aber einfach mal raus. Und die Felsen sind auch wieder sehr interessant. Sieht halt irgendwie schon sehr unnatürlich aus, wie die hier geformt sind. Auch, dass hier auf einmal so viele in der Ecke sind. Bin ja mal eher der Fan, dass das Ganze etwas natürlicher aussieht. Und hier ist sogar auch nochmal eine Beobachtungsgalerie. Da müssen wir jetzt aber nicht reingehen, würde ich sagen. Weil die Dinosaurier halten sich hier gerade eh nicht auf in dem Bereich. Und dann geht's schon wieder weiter zur nächsten Insel. Was ist das denn? Ist das nochmal ein geheimer Forschungsbereich? Das ist ja interessant. Da kommt die Strecke auch aus dem Wasser raus. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Da bin ich mal gespannt. Die ist mega hoch gelegen und hat richtig steile Klippen am Rand. Bei den Klippen hätte ich mir auch noch den ein oder anderen Felsen gewünscht, muss ich sagen. Aber ansonsten sieht das schon cool gemacht aus hier. Von der Terrainformung, das gefällt mir. Hier ist es vielleicht noch ein bisschen zu gleichmäßig an der einen oder anderen Stelle. Aber sieht trotzdem nicht schlecht aus. Und dann geht's hier zum nächsten Gehege. Mit Apatos, Sinoceratopsen, Amagasaurus und Dryos. Interessante Kombination. Das Gehege ist vielleicht ein bisschen klein für so viele Spezies. Aber darüber lässt sich streiten. Ich hätte es hier tatsächlich auch noch cool gefunden, wenn man den Zaun hier auf der Rückseite weggelassen hätte. Und das Ganze dann hier mit so Klippen gelöst hätte. Hier haben wir nochmal eine Unterstützungsanlage. Mit einer wunderschönen Aussicht. Und auch hier eine Mini-Lagune für eine Moser. Oh mein Gott. Das sieht ja aus. Einfach so ein riesiger Moser in so einer Mini-Lagune. Schnappt er sich jetzt den Hai? Nee, schade. Das Gute ist natürlich, dass man, wenn man hier runterfährt, den Moser dann auch ständig zu Gesicht bekommt, weil es halt so klein ist. Aber ist natürlich dann nicht so tierlieb, ne? Wenn er kaum Platz hat. Ist halt so ein bisschen wie diese Orcas in Amerika, in diesen Mini-Becken da. Irgendwie nicht so schön. Aber sieht cool aus, wenn er dann so hier vor der Scheibe entlang schwimmt, das muss man sagen. So sieht das Ganze von dieser Seite aus. Hast du ja auch nochmal cool gemacht, dass du hier das Terrain abgesenkt hast. Dann sieht man hier nochmal diese Betonwand von der Lagune. Das finde ich immer optisch ganz cool. Und jetzt gehen wir mal zu der Geheimforschungsanlage da hinten. Die Station dafür ist übrigens hier unter Wasser. Da kann ich leider aber nicht hinfliegen oder sowas. Vielleicht können wir mal damit fahren. Mich würde mal interessieren, wie das aussieht, wenn ich da einsteige. Man sieht halt das Wasser leider nicht. Aber dann kommt man hier hochgefahren. Und jetzt sind wir in der geheimen Forschungsanlage. Das sieht schon irgendwie echt cool aus, dass der Zug dann da so ins Wasser fährt und einfach verschwindet. Und das hier ist dann die Insel. Ich erwarte jetzt hier Hybriden. Ich bin mal gespannt, ob ich recht behalte. Man hat hier auf jeden Fall dann Aussichtstürme, in denen man gucken kann. Und dann sieht man da den Indominus Rex. Also es ist wirklich so eine geheime Forschungsanlage. Da ist der Indoraptor. Der schleicht da auch umher und noch ein Indoraptor, glaube ich. Ja, als der Park eingesendet wurde, gab es, glaube ich, den Scorpius noch nicht. Sonst hätten wir sicherlich auch hier den Scorpius zu Gesicht bekommen. Ist halt auch wieder ein bisschen das Problem, ne? Es sind halt schon wieder neue DLCs und so draußen. Aber mein Postfach ist halt so voll, weil ich mir schon so viele Parks eingeschickt habe. Dann dauert es immer so ein bisschen, bis ich bei diesen anderen Parks angekommen bin.
So sieht die geheime Forschungsanlage von oben aus. Da hat so drei kleine Inseln. Aber wir fliegen jetzt mal dahin zurück, wo wir herkommen, weil da haben wir noch nicht alles gesehen. Das war diese höher gelegene Insel. Der Insel hier rechts waren wir auch vorhin schon. Hier waren wir auch. Und das hier ist die... Oh, die Sonne geht wieder unter. Oh nein. Das hier ist auf jeden Fall die Startinsel. Wir müssen jetzt aber nochmal hier nach rechts fahren. Das mache ich jetzt mal eben schnell mit der Kamera. Und da gibt es noch einmal eine Gyrosphärentour. Das ist cool. Wir laufen jetzt einfach mal eben selber hin und fahren dann damit. Ich werde, glaube ich, aber gleich nochmal kurz auf Tag wechseln. Nicht gedacht, dass die Sonne hier so schnell untergeht. In der E-Mail stand übrigens, glaube ich, dass ich lieber nicht selber fahren soll. Aber ich möchte selber fahren. Weil man soll sich wohl irgendwie verfahren können, relativ leicht. Mal gucken, ob wir es schaffen, es hinzubekommen, dass wir uns nicht verfahren. Wir sind jetzt hier echt erstmal durch einen Teil gefahren, wo es keine Dinos zu sehen gab. Ist hier rechts welche? Ne, da sind wir gerade gestartet, glaube ich. Aber jetzt geht's hier hinein. Und hier kriegen wir dann endlich die ersten Dinos zu Gesicht. Also diesen langen Umweg da draußen, den hätte man sich lieber sparen können, glaube ich. Weil es war halt jetzt nicht so spannend, wenn man da keine Dinos zu Gesicht bekommt. Wäre schöner, wenn das ein bisschen kürzer dann gewesen wäre. Aber wenn man fährt, dann möchte man natürlich auch die ganze Zeit was zu Gesicht bekommen. Ich denke, hier geht es dann im Kreis. Ja, hier kürze ich mal ab, weil wir sehen ja jetzt schon, dass hier nichts ist. Bei solchen Stellen, wenn man sowas macht, ist es immer ratsam, meiner Meinung nach, dass man... Ich kann gerade gar nicht mit der Maus zeigen. Nicht hier raus, ja. Dass man hier in der Mitte dann noch so ein paar Felsen oder irgendwie was hinbaut oder eine Erhöhung, damit man zumindest von hier aus nicht sieht, was sich hier befindet. Weil wenn man von hier aus das schon sehen kann, ist es ja nicht mehr wirklich spannend, hier lang zu fahren. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist halt cooler, wenn das sich dann so nach und nach revealed, dieser Bereich. Und so ist man halt schon direkt... Ja, ich fahre jetzt da lang, aber da ist halt eh nichts. Aber du hast ja allgemein relativ viele Kreuzungen eingebaut. Deswegen meinst du wahrscheinlich auch wegen Verfahren in der E-Mail. Hier links und rechts Wasser. Sowas finde ich auch immer mega schön. Und was ist das da hinten? Was sind das für Mini-Dinger? Oh, wie heißen die denn nochmal? Der Name fällt mir gerade nicht ein. Muss ich jetzt aber mal kurz gucken. Krichtonsaurus. Die sind ja winzig. Ist ja süß. Ich dachte irgendwie, die wären größer. Sweet. So, wir fahren weiter. Homalocephale haben wir auch hier. Die süßen. Und jetzt fahren wir mal eben hier nochmal perfekt unter dem Brachio durch und düsen zurück. Was passiert eigentlich, wenn ich hier ins Wasser fahren würde? Oh Gott. Okay, nichts. Wir sind jetzt einfach unter Wasser. Kommen wir hier wieder hoch? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind jetzt für immer hier gefangen. Ja, das schaffen wir nicht da hoch. Oh, hier ist das schon besser gemacht mit den Klippen. Hier kann man jetzt nämlich nach rechts noch nicht so genau sehen, was einen da erwartet. Das finde ich cool. Und wir haben hier anscheinend Fleischfresser. Velociraptoren sehe ich schon mal. Und was haben wir hier noch? Mal noch mehr Velociraptoren. Oh ja, hier ist das richtig gut gemacht mit den Felsen. Sieht auch echt interessant aus. Oh, das ist sogar Blue. Hallo Blue. Legt sich sogar hin. Blues Handsam. Die hübsche. Oh, da ist noch ein anderer Dinosaurier. Das ist ein Kryolofo, glaube ich. Den finde ich auch richtig cool.
Sieht mega interessant aus. Und auch hier geht es einmal schön durch das Wasser. Oh, hier vorne kommen wir nochmal schön an den Kryos vorbei. Schläft sogar, glaube ich, gerade einer. Oh, da macht er gerade ein schönes Nickerchen. Und hier fahre ich jetzt mal am Rand vorbei. In der Hoffnung, dass sie mich nicht kaputt machen. Haben wir geschafft. Sehr schön. Und dann geht's hier wieder zurück zur Station. Und ja, Leute, das war der Park Jurassic Lake von Gonzo. Vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Hat echt Spaß gemacht. Richtig coole Idee mit diesen ganzen kleinen Inseln. Und dann auch noch da hinten mit dieser geheimen Forschungsanlage. Das war schon alles sehr spannend. Das Safe Game zu dem Park findet ihr unten in der Videobeschreibung. Also wenn ihr den mal selber ausprobieren wollt, schaut da gerne vorbei. Und dort findet ihr auch alle Infos, falls ihr mir auch mal einen Park einsenden wollt. Und jetzt würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.